sen nasılsın? Vay, seni gördüm, iyi oldu. Ist reingerannt, wollte den letzten raustragen. Und ist ein Holzteil auf dem Rohrbrenner, ist ja verbrannt. So, Freunde, was geht ab? Willkommen zu dem nächsten Vlog auf meinem Kanal. Heute ein, sag ich mal, ein emotionaler Vlog. Wird ein bisschen traurig ablaufen, weil wir heute das Grab meiner Oma besuchen werden. Und ich bin endlich wieder im Dorf nach gefühlt 4 Jahren. Ich war 4 Jahre nicht mehr da. Ich weiß nicht, ob man da oben meine Mutter sieht. Sieht man die da? Ja, so ein bisschen. Da oben ist auf jeden Fall Anne gerade. Und der rechts, da ist mein Onkel. Der in der Mitte ist auch mein Onkel. Der dahinter ist mein Vater. Wir gehen mal zu denen. Und das ist mein Opa. Leute, ihr müsst wissen, mein Opa, er ist ein Mensch, der macht, der hat Humor ohne Ende. Der beleidigt jeden. Der hat die Küche söyle, wie kann man erlebt werden. Wie selam der söyle? Merhaba. Du, Çenonek. Du, selam tek. Du, Cinyo. Bak bu benim işim. Böyle video çekmek. Tu tu se ben o. De çıgu. Valla. Tu hinti o mu? Keşke anlasaydım ya. O hinti o. Sen bu delam sen, delam sen. He, küfür atıyorsun he. Süper. Yok, küfür delam. Ya sen delam mısın, okullu musun? He. Sen söyle, ben akıllı mı, deli miyim? Normal sen. So. Ben gemi olmaz mı, Fatih? Sehen Sie sich ähnlich? Bir kameraya bir şey söyle. Selamun aleyküm. Almanca'da konuş. Wie geht's? Alles gut. Dankeschön. Und das mein Onkel. Amir amca. Sen de kameraya selam söyle, bir şey söyle. Nasıl bir şey? Bak şimdi, ne binlerce insan şimdi sana bakıyor. Yok la oğlum, ayıp la. Ne, niye baksınlar? Ya, bakıyorlar. Şimdi onlar bizi görecek, biz de onları görecek miyiz? Yok, sen onları görmeyeceksin. Und das ist mein Cousin. Schau ja, der mir wie gestern. Hä? Man behauptet, dass ihr stark Zwillinge seid. Ihr habt wohl die gleichen Gene. Boş ver ya, o tatlısın ya. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Vay, seni gördüm, iyi oldum. Hadi sen de bir kameraya selam söyle. Merhaba. Sen ne tatlısın ya. Gel bir öpeyim, gel. Und jetzt zeige ich euch den Prinz der Prinzen von diesem Dorf. Der Prinz der Prinzen. Der Ali. Bester Mann. Der Prinz der Prinzen. Ali, kann man da bir şey söyleyeceğim mi? Ne söyleyeyim? Valla ne söylemek istersen söyle. Ya valla. Bir nesihat ve bir güzel nesihat. Valla arkadaşımız Fırat gelmiş, geldiği yeri unutmamış. Kıymeti unutmamış. Başkası olsa gelmezdi, değil mi? Köy hayatı nasıl, söylesene. Köy hayatı güzel, şehir hayatından daha güzel. Valla. Her şey daha güzel. Hayvanlar var. Doğa, temiz hava. Valla Almanya'da da çok hayvanlar var. Ali, hayvan var köyünün en iyi hayvan kimdir? Fırat mı? Yok. Sen, haşa. Haşa ya, Fırat. İki ayaklı hayvan. İşte öyle Fırat. Tamam. Bunun doğasının o ya. Harley gidin. Sen ya, film. Asya modern. Aa, Leute. Harley Davidson. Let's go. This is Roka or? Hey, hallo, kollega. Gel. Gel sen de bir şey. Gel sen de bir şeyler söyle. Bunu Ali Bek bir şeyden. Ha işte. Hadi Ali Bek. Wie geht's? Gut dir? Ha işte. Normal. La Almanca 40 sene önce ben gittim. Ay 2, 1,5 sene. Neredeydin? Hamburg, Hannover. Vay vay. 1,5 sene. Hannover çok güzel şey. Leute, jetzt zeig ich euch. Hamburg kalabalık iyi değil. Berlin hiç sevmem. Ama Hannover. Gut. Hannover gut, ja? Sen check. Hannover, gut, prima! Leute, jetzt zeige ich euch den witzigsten Cousin der ganzen Welt. Sigara, ey, check, yo! Aa, çekmiyorum, aa, attım. Nuri. Buyurun. Ha, sen de bir şey söyle. Ne söyleyeyim? Valla, ne söylemek istersen söyle. Seni seviyorum. De bir nesihat ver. Nasıl güzel bir nesihat ver? Ne söyleyeyim? Ya, yani mesela... Hayat üstünden bir güzel bir nesihat. Böyle bir dakikalık nesihat. Hayat boş. Niye boş? Boş işte. Niye? Nedeni mi var? Boş, boş hayat. İnsanlar bilmek istiyor. Şimdi niye sen? İnsanın bir hedefi, yaşamak için bir hedefi olması gerek. O hedef olmadan mı boş yani hayat? Aynen. Hedefin var mı? Hayır. Sıra du, den neuen Benzer, wie sie? Bura! Eyvah! Leute, eigentlich, guck mal, die meisten Rapper und so, ne? Die fahren sowas. Die leasen sich nur diese Wagen.
Aber ich rechne Ali, mein Bruder. Absolut. Zeig mal auch unseren Ali, Bruder, ja. Sonst wird er mir sagen, warum hast du mich nicht gefilmt? Hey, sind das nicht? Never know. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Valla bu zamanlarda herkes ölüyor ya. Valla başımız sağ olsun. Ne diyeyim? In dieser Zeit, sag ich euch ehrlich, in unserem Dorf hier sterben sehr, sehr viele Menschen, sehr, sehr viele gute Menschen. Unter anderem auch meine Oma, ja, zum Beispiel ihre Mutter ist gestorben. Das ist hart hier, das ist ein sehr, sehr hartes Leben. Nick Bebek! Bist du jetzt genau da, Ali? Mach du, Bruder. Ich
Aferin. Haklısın ama bir insanı sevse bırakmak zor ya. Das ist mein Cousin. Das ist der kleine Bruder von ihm. Er ist damals gestorben. Er ist verbrannt. Das ist eine krasse Story eigentlich, kann ich mal ganz schnell erzählen. Er hat in einem Internetcafé gearbeitet mit seinen drei Freunden. Und es waren zwei Stockwerke und seine Freunde waren halt unten und er war halt oben am PlayStation spielen. Es war Feierabend, die sind unten eingeschlafen, die Jungs. Mein Cousin war oben am PlayStation spielen und die unten haben Pfeife geraucht, also Shisha. Dann haben die Kohle neben dem PC angelassen und sind eingeschlafen. Und der PC hat sich so überhitzt, dass er explodiert ist. Und durch die Explosion kam alles in Rand und Brand. Ist alles am Brennen gewesen. Und die Jungs haben diesen Rauch eingeatmet und sind im Schlaf schon tot gewesen. Mein Cousin hat halt gemerkt, dass unten es brennt, ist raus, also runtergerannt und hat gemerkt, dass die Jungs schon tot sind. Aber dann wollte die unbedingt nicht verbrennen lassen und wollte die raustragen. Hat er zwei rausgetragen, wollte er den letzten noch, ist reingerannt, wollte den letzten raustragen. Und dann ist eine Holzteil auf ihn raufgefallen, dann ist er verbrannt. War wirklich er, war der witzigste Cousin. Und danach kam immer er. Und mein Onkel, mein Tante haben ein neues Kind bekommen, haben ihn auch ein bisschen genannt. Einfach. Ich sag immer, die besten Menschen sterben irgendwie als erstes, ich weiß nicht. Aber liegt alles in Allahs Hand, man darf es nicht hinterfragen, Freunde. Freunde, das Leben geht schneller vorbei, als ihr gucken könnt. Deshalb macht was aus eurem Leben und glaubt an Gott, glaubt an Allah. Und seid auf jeden Fall für eure Familien da, bevor es zu spät ist. Ich habe immer ein Sprichwort für mich und mein ganzes Leben gehabt. Nutz die Zeit mit deiner Familie, bevor die Zeit deine Familie nimmt. Er ist in ein Zelt gestorben. Er ist inshallah ein genau. Shahid. Inshallah. Sag mal, was da steht, oder? Geh ein bisschen näher an das, was da steht. Allah'tan geldik, yine ona döneceğiz. Das bedeutet, wir kommen von Allah und gehen auch zurück zu ihm. Sie war sogar mal in Deutschland. Sie hat gesagt, sie findet es da nicht schön. Ja, Wallah, sie war bei uns in Cottbus damals. Ja, hättet ihr die nach Marxloh gebracht, die hätte sich wohl gefühlt, Wallah. Das Ding ist, Wallah, damals haben wir ja selber noch im Heim gelebt, weißt du? Wir konnten ja nicht, wo sollten wir hin, Bruder? Manchmal hier, ich meine, das schon die Vorderseite hier sauber. Leute, das ist mein Onkel, das ist mit gewesen. Der hat bei uns in Berlin eine richtig schöne Shisha war. Und das war einer, ich schwöre es euch, ne? Ich glaube, der war noch nie beim Arzt so gesund, war der. Von heute auf morgen ist er einfach gestorben. Deshalb sage ich euch, es geht sehr, sehr schnell. Er hat mir zum Geburtstag gratuliert und drei Tage später ist er gestorben. Drei Tage nach meinem Geburtstag. Ich habe mich auch immer gerne mit ihm so auf Spaß immer gezofft und so. Wallah, wir hatten so Spaß mit ihm. Er hat uns immer aufs Knall. War mal lustig. Er hat immer gesagt, geht mal richtig arbeiten statt mit Internet. Aber er hat das natürlich gefeiert, sowas wie gemacht. Natürlich, er hat auch Spaß gesagt, aber so. Ist drei Tage nach meinem Geburtstag gestorben. Ja, so gut, ja. So, Freunde, das war's mit dem Vlog. Hier habt ihr am Ende noch ein paar, wie gesagt, emotionale Szenen gesehen. Deshalb die Message, was ich mit diesem Video euch mitgeben möchte. Nutzt jeden Tag, als wäre es euer letzter Tag. Und liebt eure Familie und zeigt jedem, dass ihr ihn liebt. Weil ihr werdet es auf jeden Fall bereuen, wenn ihr es nicht tut und wenn die Person weg ist. Merkt euch mein Sprichwort: Nimmt die Zeit für eure Familie, bevor die Zeit eure Familie nimmt. Und damit haut rein, ciao.